Hi Leute, willkommen hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und willkommen im Jurassic Park. Warum? Seht selbst. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video so gut rüberkommt, aber sagen wir mal so, ich weiß jetzt, wo mein grundlegendes Problem hier im Becken liegt. Ich habe Dinos und ich war zu blind, zu unaufmerksam, wie auch immer, das tatsächlich im Vorfeld zu erkennen, weil es sich halt jetzt erst in dieser Form manifestiert, wie ich es jetzt hier tatsächlich sehen kann. Ich habe es im Vorfeld mikroskopiert. Bilder kann ich euch dementsprechend mal mit einblenden. Und habe die entsprechenden Abschleimungen von den Korallen ja rausgeholt und habe da Dinos gesehen. Jo. Dann wurde mir aber auch dementsprechend gesagt, ja, das kann auch ein Nebenerzeugnis sein zu dem, was dann halt an Bakterium drauf ist. Ja, wir werden sehen. Fakt ist, ich habe so jetzt knapp seit anderthalb Wochen habe ich die Problematik hier, dass der Boden immer brauner wird. Und habe das tatsächlich nicht auf Dinos zurückgeführt und bin auch nicht hingegangen und habe es mikroskopiert. Bis jetzt vorgestern war es, der Benedikt hier reinkam und mir den Filter gebracht hat für das entsprechende Video. Und der kommt rein, guckt und sagt, oh, Dinos. Ich sagte, klasse. Ja, Jurassic Park lässt grüßen. Dann sind wir dann mal hingegangen, haben wieder Proben von den Korallen genommen. Jo, Dinos in den entsprechenden Schleimabschleimungs- oder in dem entsprechenden Schleim von den Korallen. Und dann haben wir uns eine Probe vom Boden genommen und haben den auch dementsprechend mikroskopiert. Beides zeige ich euch hier, blende ich euch mit ein und ganz eindeutig Dinoflagellaten. Und zwar eine Sorte, die interessant ist, sagen wir es mal so, die halt nicht ganz so einfach zu bekämpfen ist. Von daher war ich erstmal wieder mal ein kleines bisschen ratlos und hatte auch tatsächlich vergessen, dass ich eigentlich ja schon mal mit diesen Tierchen zu tun hatte. Das habe ich tatsächlich vollkommen verdrängt und habe auch dementsprechend aufgrund dieser Tatsache nicht so reagiert, wie ich hätte reagieren sollen. Nämlich wie? In allererster Form die Lichteinstellungen konsequent ändern. Den hohen Anteil an UV raus, okay, war sowieso weg. Der Anteil Violett raus. Der Anteil Royal Blau extrem nach unten packen und ein kleines bisschen mehr Weißlicht rein. Und tatsächlich ist es heute jetzt hier, lass mich mal auf die Uhr gucken, die Uhr hier. Wir haben jetzt Mittagsphase seit ungefähr 2 Stunden. Und das Becken ist noch lange nicht so braun, wie es, ich sag mal, in den vergangenen Tagen halt war, zu dieser Uhrzeit. Weil tatsächlich ist es so, dass es hier, sobald das Licht angeht, der Boden sofort richtig knatschdunkel wird. Jetzt ist gerade mal der Ton weggegangen, beziehungsweise ich habe nicht darauf geachtet, das Gerät aufzuladen. Also, der Boden ist innerhalb kürzester Zeit wird er ziemlich dunkel und die Grundeinstellung am Licht habe ich jetzt geändert und ich werde hingehen und das Ganze so oft wie möglich stören, das heißt den Boden tatsächlich absaugen, um die Dinos da versuchen rauszukriegen oder den abgestorbenen Bereich, weil ich kann euch mal was zeigen. Gerade da hinten, wo jetzt, ich sag mal, der Bereich ist, wo ich ein kleines bisschen weniger Strömung hier und dahin habe, haben wir bereichstechnisch so richtig, wie so Flocken, die hier unten entstehen, die sich hier ablagern. Und das ist, ich versuche mal mit drauf zu gehen, ansonsten haben wir hier, werde ich das gleich nochmal separat aufnehmen. Aber das sind so wie so richtig dicke Flocken, die dann sich da unten ablagern. Das ist kein normaler Detritus, das ist tatsächlich von den Dinos, so wie es ausschaut. Ich werde hingehen und dann dementsprechend mit einer Sauglocke das Ganze hier reinigen und lasse das über meinen Fließfilter laufen. Und sobald ich damit fertig bin, den Fließfilter ein bisschen mehr laufen lassen, dass das Ganze direkt unten aus dem Wasser rauskommt. Das ist so die Maßnahme, die ich jetzt hier gerade dazu treffe.
Des Weiteren muss ich halt auch schauen, dass ich das Riff putze. Und da muss ich gerade mal schauen, wo ich das entsprechende Teil habe. Mal, ach, da hinten, 21, 22, 23, Moment. Da habe ich mir hier beim großen A eine entsprechende Saugvorrichtung geholt, eine Bürste, eine Reinigungsbürste, die eigentlich für Tastaturen, siehe unten, einen Augenblick, für Tastaturen gedacht ist. Da ist auch ein Aufsatz, dass man das Ganze an einen Staubsauger anschließen kann, aber das kann man genauso gut im Prinzip an einen Schlauch anschließen und dann hier mit dieser Bürste übers Riff gehen, das ist zumindest mein Plan, und das Riff abbürsten und dann dieses abgebürstete direkt halt aufsaugen und in den Fließfilter bringen. Ich hätte zwar noch die Panterei oben mit einem entsprechenden Aufsatz, aber jetzt gerade bei den Dinos möchte ich halt, dass alles, was an Gewebe irgendwo ist, auf den Korallen, auf dem Riff, an der Wand, komme ich gleich auch noch zu, möchte ich, dass alles im Prinzip verschwindet und irgendwo aufgenommen wird und aus dem System genommen wird. Weil je mehr im System drin ist, desto mehr ist ja natürlich auch in dem Moment der Fall, dass halt die Tiere hier, oder die Dinoflagellaten sich halt dementsprechend stark vermehren. Ich halte mich da unter anderem auch stark an den Leitfaden vom... Hyakukot beim Sangokai A bis Z, den hatte ich nochmal kontaktiert und bin in dem Moment auch gar nicht drauf gekommen. Er hat ja entsprechende Videos und Podcasts gemacht dazu, wo ich damals auch schon reingeschaut habe und wo ich auch nachgehandelt habe damals und das nach einer gewissen Zeit dann in den Griff gekriegt habe. Allerdings war die Zeit so kurz, dass nachdem ich das da hinten in den Griff gekriegt habe, habe ich dann den Umzug gemacht von dem Reefer halt auf dieses Becken. Und da konnte man den entsprechenden Erfolg nicht so wirklich genießen. Ich hoffe, ich kriege das hier auch dementsprechend wieder so hin und werde euch definitiv diesbezüglich auf den Laufenden halten bei den entsprechenden Lives. Seht ihr immer die tagesaktuellen Bilder hier vom Becken, die dann tatsächlich am entsprechenden Tag aufgenommen werden, wenn das live ist. Und ansonsten natürlich in den Tagebüchern. Wir kommen aber jetzt von den Dinos weg, weil das ist der eine Punkt. Es gibt aber noch viele andere Punkte, die wir jetzt dementsprechend hier mal eben durchgehen. Ja, resultierend aus der Verzweiflung heraus, dass ich hier in irgendeiner Form vielleicht nicht ganz so eine gute Strömung drin habe, Thema Strömung kommen wir gleich auch nochmal zu, bin ich hingegangen und habe meinen Riff definitiv luftiger aufgebaut. Ich gucke mal, ob ich noch eine alte Aufnahme finde, wie der Aufbau vorher war. Ich hatte zuerst angefangen, hier diesen Bereich, meinen SPS-Bereich, luftiger aufzustellen und habe da ein auf zwei Steine entfernt, Unterbausteine. Mit Masse stehen da jetzt eigentlich nur noch Brückensteine, mit Masse. Ein auf zwei Unterbausteine habe ich noch und das hat schon mal sehr gut geholfen. Das war schon mal ein entsprechend guter Vorteil. Danach haben dann die Dinos gesagt, jo, jetzt gefällt es uns richtig gut, jetzt legen wir los. Dann bin ich hingegangen, wollte eigentlich nur die Rückwand hinten reinigen, was ich auch gemacht habe danach, aber habe diesen kompletten Bereich hier mit meinen Euphilien umgestaltet. Da sind auch drei Steine rausgegangen, die ich im Unterbau noch so drunter hatte und tatsächlich habe ich hier und da auch noch wieder ein paar Sachen, wo ich sage, ist vielleicht ein kleines bisschen zu eng und nicht so luftig, wie ich mir das vorstelle. Aber tatsächlich habe ich hier die Steine umgedreht und es hat unter anderem auch einen Grund, da hinten sind Zoas, die
nach hinten standen mit dem entsprechenden Arm, die man überhaupt nicht mehr gesehen hat. Eine ganze Kolonie Raster habe ich da stehen, hier vorne die Zoas etc. Das konnte man alles gar nicht sehen. Und es konnte auch nicht vernünftig durchströmt werden. Ja, den Umbau habe ich gemacht, um auch hier vorne wieder ein bisschen mehr Platz zu kriegen. Mehr Fläche für die Dinos, weil überall, wo Licht hinkommt, tatsächlich wachsen die Tierchen wie Sau, vermehren sich wie die Karnickel, um es mal so zu sagen. Und überall, wo kein Licht hinkommt, also sprich unterm Riff, ist alles schön hell und weiß. Ja, das ist eine Sache, die ich auch noch gemacht habe. Und ich fütter ja verhältnismäßig wenig, dafür öfter. Da ich ja jetzt hier hinten entsprechend den Futterautomaten stehen habe, entsprechendes Video dazu habe ich schon gemacht, schmeiße ich euch mal gucken da oben in die Ecke. Und somit kann ich kontrollierter füttern. Einmal hinten mit dem Futterautomaten von Haiger, der sowieso sein Ding da hinten macht, wo ich verschiedene Futtersorten drin habe von vom Dr. Basler, zwei Futtersorten halt gegen die Pünktchen und dann auch noch das CBD-Futter, um die Fische ein kleines bisschen ruhiger zu halten. Also ein bisschen auf Droge hier. Ne? Aber das kriegen die einmal am Tag und hier hinten von dem Futterautomaten werden sie halt dann anschließend viermal am Tag mit einer kleinen Menge dementsprechend gefüttert. Kann ich mal eben kurz einleiten, damit ihr seht, wie die direkt auf das Ding hier reagieren, weil die kennen das jetzt tatsächlich schon. Muss ich mal eben kurz gucken, wo haben wir den Futterautomaten da. Manuelle Zugabe, ich mache erstmal eine Empty-Dosierung, um das Futter innen drin ein kleines bisschen aufzuwühlen. Das ist das Schöne hier. Und ihr seht schon, wie jetzt, schon, ist ein bisschen zu früh, weil eigentlich erst in anderthalb Stunden. So, und jetzt gebe ich die entsprechende Menge hier mal aus. Und da werden die auch relativ zügig jetzt gleich reagieren, wenn ich es richtig eingestellt hätte. So, da ist er. Er weiß schon, was Phase ist. Genau, jetzt gleich kommt's Futter, Ladies. Und da hinten der Kofferfisch, seht ihr, der ist noch nicht ganz so in der Fütterungsthematik drin, aber er kriegt das, was er sucht. Er sieht die entsprechenden Tierchen und... Komm, genau, da unten hat er sich gerade was gepackt, zack, und er weiß, worauf er jetzt zu achten hat. Also das ist schon mal sehr, sehr gut und Fakt ist auch, das funktioniert hier auch sehr gut. Also dieses Video seht ihr ja jetzt gerade, wo ich mehr oder weniger aus der Schweiz zurückkomme. Ich habe es in der Woche zuvor abgedreht und ja, entsprechender Stand, wie es halt nach meinem Urlaub ausschaut, werdet ihr in einem Live erleben, was dann wahrscheinlich nächste Woche kommen wird. Oder vielleicht auch schon an diesem Wochenende gelaufen ist, weiß ich noch nicht. Von daher seht es mir nach. Aber Fakt ist, der Kleine hat sich eingelebt, wurde auch in keinster Weise von irgendeinem attackiert oder belästigt. Das ist alles hier sehr, sehr schön mit dem gegangen. Aber wie gesagt, ich habe ihn erstmal an das normale Futter gewöhnen müssen. Und habe ihn oben im Jascha drin gehabt, um zu sehen, geht er an normales Futter dran. Habe mir dann Lebendfutter organisiert, neben der Artemien. Und die da oben verfüttert. Da ist er sofort dran gegangen, ohne Wenn und Aber. Und hier unten war halt die Problematik, die Menge an Fisch, die ich tatsächlich hier drin habe, ist ja auch nicht gerade wenig, ist halt sehr auf diese entsprechenden Reize hier im Becken beim Füttern fixiert. Und die gehen natürlich wie eine Horde Löwen auf das Futter los. Und der Kleine muss sich dann halt dementsprechend durchsetzen. Aber wie ihr seht, dem geht's gut. Und ich gehe mal davon aus, dass er auch genug zu futtern bekommt. Weil er pickt auch hier und da überall im Riff rum, ähnlich wie der Pinzett. Von daher sollte das eigentlich kein Thema sein. So, kommen wir dann jetzt mal zu der Sache Strömung und ein paar Kleinigkeiten, die ich noch dazu sagen will. Offiziell jetzt hier in einem Video nachvollziehbar, nicht nur in einem Live. Ich hatte ja die Problematik gehabt, dass meine Tunzepumpen, die 6105, die neuen, Eco, dass die mit der Zeit tatsächlich ein bisschen an Leistung nachgelassen haben.
Und ich habe mich echt gewundert, warum? Wieso? Bei einer Firma wie Tunze, wo die Pumpen definitiv im Endeffekt dafür bekannt sind, durchzulaufen wie ein Uhrwerk. Habe ich mich echt gewundert. Und wieder kam der Benedikt hier ins Spiel. Hatten wir dann hier das Video zu der Bandsäge abgedreht. Kann ich euch auch mal eben da oben verlinken. Kam der hier rein und meinte, ja, ich habe das bei mir anders gemacht. Ich sage, was hast du denn anders gemacht? Ja, ich habe die Gitter weggelassen. So, und die Gitter hatte ich da jetzt tatsächlich drauf gehabt, um halt zu gewährleisten, dass da keine Fremdkörper reinkommen. Also sprich keine Tiere, keine Fische. Gerade in der Variante, wo ich die Pumpen ausprobiert habe, mit der unterschiedlichen Strömung, als Intervall hoch und runter, und dann könnte es so passieren, dass dann halt ein Fisch auf die Idee kommt, da reinzuschwimmen, weil er halt weniger Gegenstrom hat und sagt, ach, gucke mal, da drin können wir jetzt auch rumknabbern. Das wollte ich verhindern. So, Benedikt hat die Pumpen fast genauso lange wie ich und hat gesagt, nö, ist bei mir noch nie passiert. Also hat noch keinen Dock gehabt, der ihm jetzt die Nase fehlt oder sonst irgendwas, weil das entsprechende Blatt da drin ist ja sehr, sehr scharf. Ja, habe ich gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt hatte ich die Pumpen auf 100% eingestellt und ich kann das mal hier wieder simulieren, beziehungsweise blende ich euch nochmal einen entsprechenden Screenshot von den Pumpen ein im Hub. Und dann sind wir hingegangen und haben die entsprechenden Einstellungen bzw. die Gitter weggenommen. Und dann hatte ich hier Sturm im Wasserglas. Aber frag nicht nach Sonnenschein, weil der Sonnenschein ist gerade da draußen. Nein, es war echt Wahnsinn. So, ich gehe jetzt mal hier auf die Einstellung. Momentan läuft die rechte Pumpe da hinten auf 70% Leistung. Das mache ich wegen meinen SPS. Die sind da hinten sehr, sehr gut versorgt. So abends ab 22, 25 geht die Pumpe runter auf eine Leistung von 20%. Immer noch satt und genug. So, und jetzt gehen wir mal hier auf die linke Pumpe. Die läuft momentan mit einer Leistung von 45%. Ich muss gerade mal gucken, wie ist sie ausgerichtet. Ja, müsste man sehen können. Und ich packe die jetzt mal auf die Leistung, wie ich sie hatte. 100%. Und ihr seht die Wasserbewegung. Ist schon sehr viel heftiger. Meine Euphilien bekommen dann da dementsprechend auch einiges ab. Tatsächlich ist es momentan nicht ganz so gut zu sehen, weil die vordere Pumpe hier ganz vorne vorbeigeht und die hier vorne gegendrückt. Das heißt, die treffen sich ungefähr hier so in der Mitte und dann geht die Strömung nach unten. Aber ich kann euch definitiv sagen, und das habe ich auch schon mit Tunze so kommuniziert, dass ich im Prinzip diese Fehlerquelle gefunden habe, warum meine Pumpen mit Leistung nachgelassen haben. Was da im Hintergrund hydrodynamisch und elektronisch gelaufen ist, das versucht jetzt Tunze rauszufinden, weil die Info habe ich weitergegeben. Ich sage, passt auf, so und so. Also sollte jemand von euch da draußen, die ähnlich aufgebaut haben wie ich, also sprich mit diesen feinen Gittern, nehmt die Gitter einfach raus, dann könnt ihr die Leistung direkt abfragen. Also ich habe hier so viel Leistung jetzt zur Verfügung, ohne dass ich die Pumpen zusätzlich reinigen musste. Und ja, okay, muss man wissen, wenn ihr aufgrund eurer Pumpeneinstellung, weil ihr meinetwegen Intervall macht oder weil die Pumpe irgendwann mal ausgeht, halt das Gitter noch vorhabt und nicht wegmachen wollt, ja, dann müsst ihr halt mal schauen, dass er vielleicht mal hingeht und die Pumpe etwas öfter reinigt. Danach hat das wieder sehr gut funktioniert. Aber vielleicht kommt Tunze ja auch mit einem Update um die Ecke. Schauen wir mal. Sie haben ja die Möglichkeit, aufgrund der Tatsache, dass es ja halt komplett elektronisch ist und servertechnisch angebunden ist, da vielleicht ein Update drauf zu ziehen, was diesen Mangel vielleicht behebt. Wir werden es sehen. Aber es ist eigentlich nicht wirklich ein Mangel. Also wir wissen jetzt, macht's Gitter ab und dann habt ihr die volle Leistung der Pumpe über die gesamte Länge. Von daher mache ich mir da eigentlich keinen großen Kopf. Die Pumpen tun jetzt das, was sie sollen und gut ist. Ich bin damit äußerst zufrieden. Diese Pumpen haben ein wunderschönes, breites Strömungsbild und selbst da hinten
Direkt vor der Pumpe steht eine SPS, der ist es auch relativ egal, dass sie da hinten mit 70% drauf bläst. So schön breit ist das Ganze. Und genau das wollte ich ja im Endeffekt hier auch so haben. Von daher, alles gut. Know-how. Und gehen wir zum nächsten Punkt über. Ja, für den nächsten Punkt stelle ich mich mal hier drüben hin, damit man da vorne so ein kleines bisschen was besser sehen kann. Der nächste Punkt betrifft tatsächlich die entsprechende Kühlung hier vor Ort. Und ich habe hier oben ja den AquaWind installiert und der AquaWind macht hier einen ziemlich guten Job, muss ich sagen. Also wir haben draußen jetzt gerade im Moment, lass mich nicht lügen, draußen sind es 31 Grad, hier drin sind es 24 Grad. Und das ist natürlich auch eine grundlegende Sache. Wenn ich eine Raumtemperatur von 27 Grad habe, kann ich das Becken nicht auf 24 Grad runterkühlen. Das schon mal vorab. Also die Gesetze der Thermodynamik bzw. der Physik können wir halt nicht außer Kraft setzen. Er ist in der Lage, 2 bis 3 Grad runter zu kühlen und das schafft er auch ziemlich gut. Also meiner geht hier an bei knapp über 26 Grad und schafft es, die Beckentemperatur hier im offenen Bereich zu halten. Sollte es hier dann dementsprechend mal wärmer werden, habe ich immer noch einen Zusatzlüfter. Ihr kennt das Ding, also dieses Monster, der liegt momentan da oben drauf, um noch zusätzlich runter zu kühlen, weil es ist, wie gesagt, grundsätzlich abhängig von der Raumtemperatur. Und wenn die Mauern dann hier so ein kleines bisschen aufgeheizt sind und wir über 26, 27 Grad hier im Raum haben und das nicht weiter runtergekühlt kriegen, dann kann auch ein normaler Ventilator im Prinzip nichts mehr machen. Ja, dann gibt es halt Notfallmaßnahmen, die man einleiten kann. Entweder noch einen entsprechenden Ventilator zusätzlich draufsetzen oder halt hingehen, das Ganze vielleicht mit Osmose-Eisbomben in Flaschen im Technikbecken runterkühlen. Das geht auch. Aber tatsächlich habe ich bisher, klopf, klopf, klopf auf Holz, ne? Ihr wisst, Hohlkopf, Holzkopf, ist hier tatsächlich bisher dieser Einsatz von Notmaßnahmen noch nicht notwendig gewesen. Aber Tatsache ist, der Tunze Hub macht sein Ding hier, der läuft auch vernünftig und unter anderem regelt er mir ja auch meine pH-Steuerung so ein kleines bisschen, unterstützt das Ganze, womit wir dann jetzt gleich dann auch zum nächsten Punkt kommen. Ja, Thema pH-Steuerung bzw. pH-Stabilisierung. Es ist ja momentan in aller Munde, die entsprechenden Firmen haben verschiedene Varianten am Start. Ich mache natürlich bei der Firma ATI mit, klar, logisch. Ihr wisst, ich bin da mehr oder weniger mit drin involviert in das Ganze und habe dazu auch hier und da schon ein bisschen was erzählt bei meinen Lives. Und zwar geht es sich darum, dass ich momentan hier versuche, meine pH-Schwankungen, also diesen pH-Drop, den wir haben, von abends auf morgens früh so gering wie möglich zu halten. So, jetzt haben wir zusammen mit der Firma ATI, also sprich mit dem Olli und dem Ben, so ein bisschen ausklamüsert, wie kann man das am besten machen. So, dass ich unterstütze das einerseits ja natürlich schon mit meinem Atemkalk, mit meiner Atemkalksteuerung, die ich da unten habe, die halt ab einem gewissen Wert sich einschaltet und sprich sagt, okay, jetzt ist der Wert zu hoch, zack, jetzt nimmst du bitte mal die Umgebungsluft und ab diesem entsprechenden Wert, wenn ein gewisser Wert unterschritten wird, dann schalte ich den Atemkalk wieder dazu, um den pH wieder nach oben zu ziehen. Einerseits. Aber wir haben noch eine zweite Möglichkeit und die besteht darin, tatsächlich das Ganze mit dem Versorgungssystem zu machen. Und hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, dass wir die Dosiereigenschaften komplett verändern. Und zwar insofern, dass wir den pH stabilisieren und, ich sage mal, eine Maximal-KH-Schwankung, den KH jetzt mal ein kleines bisschen außen vor lassen mit der Flatline, wo ich eigentlich damals immer darauf hingearbeitet habe. Das kriegt man hin ohne Probleme. Aber tatsächlich ist der KH nicht ganz so wichtig in der Stabilität, also sprich in der Schwankung, wie der pH. Und je geringer der pH-Drop ist von abends auf morgens, desto besser stehen die Korallen da, desto gesünder sind sie. Und ja, okay, momentan ist das Becken hier nicht das beste Beispiel dafür. Weil ich halt auch die Probleme mit den Dinos habe. Vor einigen Tagen habe ich die Korallen umgestellt. Es ist tatsächlich im Moment nicht so
dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe dadurch definitiv ein besseres Polypenbild, aber ich kann sagen, dass es für die Korallen definitiv besser ist, weil einige Korallen reagieren da schon drauf. Weil diese Umstellung beinhaltet Folgendes, dass ich halt hingehe und in der Regel abends, ab dem Zeitpunkt, wo es Licht angeht, bis morgens zu dem Zeitpunkt, wo es Licht wieder angeht, knapp 60-70% meiner Tagesdosis über den gesamten Zeitraum, so in Abständen von 2 Stunden, dann halt dosiere. Das heißt, dann gehen dann 15 Milliliter rein, dann gehen nochmal 20 Milliliter rein, 2 Stunden später wieder 20 Milliliter. Und bei dem ich sag mal, Versorgungssystem von ATI ist es eben so, dass wir da auf einer entsprechenden Basis arbeiten, die durch diese Zugabe dementsprechend Natriumcarbonat ist es genau. Dieses Natriumcarbonat gibt bei Zugabe, bindet es CO2. Wenn es CO2 bindet, dann haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt kann der pH wieder ein kleines bisschen anziehen. Das heißt, wenn dann abends, wenn das Licht ausgeht und die Korallen ihre Photosynthese einstellen und somit dann der pH wieder anfängt zu fallen, ab diesem Zeitpunkt wird eine etwas höhere Gabe vom von Essentials 1, also vom KH1, dieses Natriumcarbonat halt zugegeben, und dieses Natriumcarbonat geht halt hin und bindet dementsprechend das CO2, was normalerweise durch die Photosynthese der Korallen gebunden wird. So, mit dieser Methode haben wir es jetzt hier bei meinem Becken hingekriegt, einen Drop von ungefähr vorher 0,4, den ich hatte. Also ich habe ja auch einen relativ hohen pH-Wert dazu, das muss ich auch noch sagen. Entsprechende Screenshots kann ich euch mal mit einblenden. Haben wir geschafft, den Drop von 0,4 auf 0,22 circa runterzuziehen. Es ist noch nicht ganz am Ende, weil das Problem jetzt gerade ist, nach dem Umbau, den ich hier gemacht habe, das Problem mit den Dinos, haben wir natürlich auch die Problematik, dass das Becken nicht so zieht, wie es ziehen soll. So, ich muss die Dosierung anpassen, muss den pH wieder anpassen. Ich denke mal, in 1 auf 2 Wochen, wenn sich das Ganze hier wieder ein bisschen normalisiert hat, dann habe ich auch dementsprechend nochmal richtig aussagekräftige Ergebnisse, die ich eigentlich vorher auch schon hatte. Die kann ich euch nochmal einblenden, bevor ich da den Eingriff gemacht habe. Und da sieht man auch schon, dass ich halt diesen Drop extrem runtergezogen habe. Thema KH sollte nach Möglichkeit so beobachtet werden. Und da ist es natürlich wichtig, einerseits, dass ihr eine permanente pH-Überwachung habt, die vernünftig kalibriert ist, und dass ihr eine KH-Überwachung habt, die auch vernünftig kalibriert und überprüft ist. Weil aus diesem Grund, diese beiden Sachen, die müsst ihr im Auge behalten. Die Schwankung vom Tag zu Nacht sollte nicht mehr wie 1 bis 1,5 sein. Das ist das, was meine oder was die LPS tolerieren. Ich habe tatsächlich momentan einen maximalen Drop im KH von, glaube ich, 0,8. Lasst mich eben gucken, bevor ich irgendwas hier was Falsches erzähle. Und es ist halt wichtig, dass genau dieser Drop nicht zu groß ist. Weil ihr wisst, ab einem KH, der mehr wie 1,5 im Drop ist, in der direkten Veränderung, das mögen unsere LPS überhaupt nicht. So, und jetzt muss ich gerade eben mal kurz schauen. Ich blende euch, mache mal einen direkten Screenshot hiervon, blende euch diesen mit ein. Und mein Minimum-KH-Wert liegt im Moment bei einer 7,94 und mein Maximum-KH-Wert liegt bei einer 8,39. Bis zu einer 8,5 maximal würde ich noch gehen. Also ihr seht, der KH-Wert ist ein kleines bisschen angehoben, damit bei einem höheren Anteil vom Natriumcarbonat im Wasser halt mehr CO2 gebunden wird. Und der Olli macht da dementsprechend noch eine komplette Veröffentlichung zu. Und das ist jetzt nur mal so ganz allgemein erzählt, was ich jetzt hier euch rüberbringe. Die genauen Details zu dieser Methode kommen noch. Also ich bin es gerade am Testen. Und es ist halt auch tatsächlich ein Unterschied im pH, im pH-Drop zu sehen. Seht ihr, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Vollpfosten. Wie es momentan hier tatsächlich aussieht. Und
Der Drop von, wir haben jetzt, Moment, das Maximum war gestern Abend um 21 Uhr, 8,26. Und wir haben im Moment ein Minimum jetzt um 13 Uhr. Also es geht immer noch runter, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich das Licht halt von gestern auf heute reduziert habe, von 8,14. Also das sind 0, oh, ich blende es gleich einen Moment. 0,12 tatsächlich nur im Drop. Aber wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig aussagekräftig, weil ich von gestern auf heute was am Licht geändert habe. Das ist auch noch so eine entsprechende Sache, wo man vielleicht noch ein kleines bisschen schrauben muss. Und tatsächlich ist es hier nicht so wie bei der Bolus-Methode, morgens volles Programm direkt an, sondern wir haben weiterhin unser normales, von ATI vorgegebenes Programm im entsprechenden Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, von der Länge her auch. Und im Rahmen dieser Sache könnte man jetzt tatsächlich hingehen und sagen, okay, wenn wir jetzt am Maximum sind, könnte man vielleicht ein kleines bisschen weniger Licht reinbringen im Verlauf zum Abend hin. Weil weniger Licht, gleich ein kleines bisschen weniger Photosynthese, weniger Umsatz und vielleicht dann auch einen stabileren pH. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich werde es dementsprechend hier an diesem Becken ausprobieren, beobachten. Wie gesagt, Olli ist mit seiner Veröffentlichung auch auf dem besten Weg. Das dürfte auch in nächster Zeit irgendwann rauskommen. Also ihr seht, wir sind da dran und da bin jetzt nicht nur ich dran, sondern auch andere. Und die Effekte bei anderen Becken, die stabiler laufen wie meins momentan, sind sehr viel besser. Aber ich wollte euch halt hier allgemein schon mal so eine kleine Info geben, dass hier dementsprechend auch was gemacht wird. Ja, aber alles in allem, ihr seht, es gibt viel zu tun, warten wir es ab. Grundsätzlich immer versuchen, das Becken oder eure Becken, und da muss ich mich selber dann auch an die Nase fassen, dass ich halt nicht alles so im Blick hatte, wie es eigentlich sein sollte. Sehe Dinos, falsch reagiert, gedacht, Hilfe, du hast Vibrionen oder sonst irgendwas, scheint nicht so der Fall zu sein. Das scheinen im Vorfeld auch Dinos gewesen zu sein, die halt grundsätzlich dann immer von den Korallen abgeschleimt wurden. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt tatsächlich Dinos Vibrionen sind oder nicht. Fakt ist, daraus definitiv resultierend ist das jetzt entstanden. Und da habe ich falsch reagiert, da hätte ich schon von vornherein nicht nur mein Licht jetzt hier im linken Bereich rein auf LPS umgestellt und auf rechten Bereich auf SPS, sondern generell eine neue Lichteinstellung zu machen, weniger den Blauanteil, auf die entsprechenden Nährstoffe zu achten, auch so wie es halt beim Jörg in der Veröffentlichung drin steht, beim Sangokai A bis Z. Und da werde ich mich dann dementsprechend jetzt auch dran halten. Ich gehe grundsätzlich hin und werde regelmäßig den Boden halt umwühlen, sprich die Dinos stören. Das ist natürlich nur ein Verdecken in dem Moment. Was wirklich gemacht werden muss, ist halt, dass ich das Ganze absauge und dafür sorge, dass halt dementsprechend, ich sag mal, die Grundlage so ein kleines bisschen entzogen wird. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß, das Video ist wieder lang gewesen und ich habe ja auch lange nichts hier von diesem Becken hören lassen. Entsprechendes Video zur Straton ist übrigens auch noch von mir rausgekommen, wer es noch nicht gesehen haben sollte. Das 2,5-Jahres-Review, da oben in der Ecke steht es dann auch nochmal. Und ich würde sagen, ich bin erstmal raus für heute. Entsprechende Zusatzinfos spätestens nächste Woche wieder im Live. Dann können wir da gerne drüber reden, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt natürlich auch runter bitte in unter die Kommentare was reinschreiben, wenn ihr noch was wissen wollt. Fragen, Sorgen, Nöte, ihr kennt das Spiel. Und ich würde sagen, halt, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe es in den Lives hier und da schon mal erzählt. Die Sommerpause, die ich gemacht habe, wo ich keine Videos rausgebracht habe, sondern jetzt nur die Lives, die hat diesem Kanal hier tatsächlich nicht so wirklich gut getan. Ja, die Aufrufzahlen sind in den Keller gegangen und das ist jetzt hier Meckern auf hohem Niveau. Und das ist auch kein Betteln, es ist einfach nur, ihr wollt da draußen, dass ich Content weitermache. Dann muss ich das dementsprechend auch in den Zahlen niederschlagen. Dann muss ich sehen, ja, das ist interessant, die Leute wollen das sehen.
Ich verspreche euch, ich werde wieder mehr Content machen in den Bereichen Tagebuch, in dem Bereich How-To. Den Erklärbär, ich wollte meine Videos oder werde meine kurz erklärt Videos überarbeiten. Und ich werde auch schauen, dass ich rauskomme, weil alles hier kennt ihr ja schon. Von daher bin ich jetzt auf dem Weg, mehr oder weniger, dann hier und da dann auch mal Aquarianer zu besuchen. Das ist der Plan. Aber ich brauche da draußen eure Unterstützung. Also sprich, die Aufrufzahlen müssen da oben gehen. Die Däumchen sollten dementsprechend da sein. Und ja, alles für den Algorithmus. Ja, ihr wisst selber, dass sobald der Content ein bisschen nachlässt, dann sagt der Algorithmus aus, ja, der Kanal ist nicht mehr ganz so, komm, geh mal ein bisschen runter. Also, Däumchen, Aufrufzahlen, Kommentare. Wäre nett von euch da draußen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.